So, jetzt leite ich über zu einem sehr, sehr interessanten und spannenden Gast und Redner. Wir sind uns schon oft über den Weg gelaufen, aber über knapp vorbei. Sei es über Wertevoll Leben oder andere Initiativen. Der Roman Padivi ist eine Koryphäe, wenn es darum geht, Menschen potenzialgerecht zu vernetzen. Und das Potenzial hat ja was mit Kraft zu tun. Ja, Potenz ist ja die Kraft, nicht die Manneskraft, sondern grundsätzlich, es gibt ja viele Potenziale. Es geht um Kräfte, es geht um Talente, es geht um menschliches Sichtbarmachen. Und schön, dass er heute den Weg gefunden hat, auch auf eigene Kosten von Wien daher zu fahren, um jetzt für Sie da zu sein. Also nicht, weil ihm in Wien keiner mehr zuhört, der hätte genug zu tun. Schön, dass er da ist. Roman, bitteschön. So, einen wunderschönen guten Abend. Funkmikrofon ist es keins, wie ich gerade herausgefunden habe. Doch? Sonst kann ich so richtig herumgehen damit, weil ich gehe ab und zu auch ganz gerne durchs Publikum. Ich glaube, das ist schon okay. Hallo, wunderbar. So, mein Name ist Roman Padivi. Ich komme aus Klosterneuburg, das ist nahe Wien, in Niederösterreich, 14 Kilometer davon entfernt. Ich habe eine Tochter, die 15 Jahre alt ist, bin auch begeisterter Vater. Wir verbringen, also die Lea und ich, meine Tochter, jede Woche, sagen wir, 2 bis 3 Tage, seitdem sie auf der Welt ist, trotz meiner Selbstständigkeit. Und ich darf mich zuerst einmal bedanken bei der Isabella, dass ich heute hier die Möglichkeit habe, vor euch zu sprechen. Ich darf mich auch bei meinen Vorrednern bedanken, weil das schon ein bisschen in das Thema hineingeleitet hat, über das ich heute sprechen darf, das mir auch sehr wichtig ist. Nämlich, welche Möglichkeiten wir Menschen eigentlich haben, welche Potenziale und wie wir diese Potenziale zur Entfaltung bringen. Und erst im Nachhinein bin ich drauf gekommen, dass mein eigenes Leben eigentlich, sage ich einmal, für mich selber richtungsweisend war, aber erst im Nachhinein, wie ich es im Nachhinein betrachtet habe, weil ich eine durchaus wechselhafte Geschichte habe mit sehr viel schwierigen Situationen, die mich aber an den Punkt gebracht haben, selbstständig zu denken. Und dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar und auch den Situationen, die mir da begegnet sind. Und ja, wie hat das Ganze begonnen? Wie hat mein Lebensweg begonnen? Er hat so begonnen, dass ich, sage ich mal, sehr gern Lego gespielt hat. Lego wird ja jeder oder jede von euch wahrscheinlich noch kennen. Ich glaube, das ist ja im Großen und Ganzen noch die Generation Lego, die hier sitzt. Und ich habe tagelang in meinem Kinderzimmer verbracht. Meine Mutter konnte entweder nicht rein ins Zimmer oder nicht raus, aus den verschiedensten Gründen. Und meistens hat es damit zu tun gehabt, dass im ganzen Zimmer riesige Landschaften aufgebaut waren, dass Züge vom Kinderzimmer durchs Wohnzimmer in den Garten rausgefahren sind, teilweise auch über den Weg drüber zum Nachbarn und wieder zurück, dass sich die Tür automatisch geöffnet und geschlossen hat mit irgendwelchen Konstruktionen, die wir gebaut haben. Und das hat mir sehr gut gefallen, diese kreative Welt. Und was mir am Lego besonders gefallen hat, man hat lauter so kleine Steine, aus denen man sich die Realität zusammenbauen kann. Und in Wirklichkeit sind diese Lego-Steine eigentlich nur ein Symbol für unsere Potenziale. Wenn wir die richtig zusammensetzen, dann können wir auch unsere Wirklichkeiten selber bauen. Und da werde ich dann auch noch gleich darauf zurückkommen, wie das dann tatsächlich funktionieren kann. Aber was ist dann passiert? Nach dieser Lego-Bauphase und der Volksschule bin ich dann in die sogenannte integrierte Gesamtschule gekommen. Das war so ein Schulversuch, wo untere und obere Schulstufe in einem Schulmodell zusammengefasst war. Da hatte ich sehr viel Kontakt mit Medien. Und als die Schule dann zu Ende war, hat sich die Frage gestellt, so und was machst du jetzt, Roman? Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß noch nicht so recht, was ich machen soll. Was könnte jetzt der nächste Schritt sein?
Technik hat mich immer schon interessiert, also habe ich mich bei der HTL angemeldet in Mödling. Schade, dass der Kollege nicht mehr da ist. War keine so berauschende Erfahrung, war, sage ich einmal, sehr konservativ. Ich bin da reingekommen, man musste erst einmal wochenlang an so einem Metallstück herumfeilen. Habe ich nicht ganz verstanden, warum das die Maßnahme der Wahl ist, um die Begeisterung der neuen Schüler zu wecken, wenn ich da jetzt 3 Monate lang an so einem Metallstück herumfeilen muss. Und das war dann ausschlaggebend, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, ich will nicht mehr in diese Schule gehen. Und er gesagt, gut, dann vielleicht eine andere Schule. Habe ich gesagt, nein, ich will überhaupt nicht mehr in die Schule gehen. Das macht mir keinen Spaß. Und das hat mein Vater mal zur Kenntnis genommen und hat sich gedacht, ja, das ist vielleicht so eine vorübergehende Phase, morgen ist es wieder vorbei. Und am nächsten Tag war es nicht vorbei. Ich habe mich dann am Boden geworfen, 3 Tage lang, und habe geweint und geschrien und gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule. Und da hat mein Vater gefragt, wieso und warum? Habe ich gesagt, naja, die engen mich zu sehr ein. Ich kann meine Ideen dort nicht ausbreiten. Und hat mein Vater kurz überlegt und hat mit mir einen Deal gemacht und hat gesagt, okay, wenn das ist, was du willst, dann geht das in Ordnung. Ich nehme dich aus der Schule raus, aber da musst du natürlich viel mehr Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und da habe ich gesagt, ja gut, das können wir so machen. Und was war der nächste Schritt? Ich bin dort raus, habe mir dann selber einen Lehrplatz organisiert als Fotograf, habe die Fotografenlehre gemacht, bin dann raus aus der Fotografenlehre, war dann eine Zeit lang Discjockey. Als Discjockey habe ich dann angefangen, Tapes aufzunehmen mit selbstgesprochenen Moderationen, habe die an Ö3 geschickt. Und bei Ö3 habe ich dann so oft angerufen, bis der Hans Leitinger damals, der Chef war, gesagt hat, bevor ich Ihre weiteren Anrufe ertrage, kommen Sie bitte her. Und ich bin dann dort vorbeigekommen, habe dann Platten geschlichtet, dann bin ich Radio-Discjockey geworden. Die nächste Station war dann, dass ein Freund mich engagiert hat für eine IT-Firma, weil gerade irgendwelche Telefonleute dort ausgefallen sind, die neue Kunden am Telefon anrufen. Bin dann dort relativ schnell zur Assistenz der Verkaufsleitung aufgestiegen, ohne eine Ahnung davon zu haben, und war dann irgendwann einmal dort, sage ich einmal, im Verkauf tätig, dieser Firma in leitender Position. Aber mir geht es weniger darum, darzustellen die Erfolgsgeschichten, sondern was mir dann rückwirkend aufgefallen ist, irgendwann einmal so nach ein paar Jahren, hey, ich habe ja für all das überhaupt keine Ausbildung. Ich habe ja überhaupt keinen einzigen Zettel. Ich bin auch nie in die Situation gekommen, irgendeinen Zettel herzuzeigen. Vielleicht liegt es daran, dass ich so früh rausgegangen bin aus dem System, dass ich da irgendwie auf eine gewisse Art gerade durchmarschiert bin. Irgendwann habe ich mir dann 1994 gedacht, es wäre schön, eine neue Fernsehkultur in die Welt zu bringen, und habe relativ schnell gesehen, dass das auf dem normalen Weg nicht gehen wird. Fernsehsender gründen ist zu teuer. Also haben wir uns mit dem jungen Medium Internet beschäftigt und haben dann angefangen zu programmieren, ohne zu wissen, wie das funktioniert, haben es uns selber beigebracht. Und irgendwann war die Sache dann einmal so groß, dass eine österreichische Firma auf uns aufmerksam geworden ist, und am Ende ist dann ein börsennotiertes Unternehmen entstanden. Aber zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich noch nicht ganz klar, was ich hier eigentlich mache. Im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, als dass ich an alles, was mich interessiert hat, habe ich geglaubt. Also es hat mich irgendwas interessiert, es hat mich etwas fasziniert, und dann habe ich daran geglaubt, dass ich das gut kann, ohne von irgendjemandem eine Bestätigung einzuholen oder mich auch nur einer einzigen Prüfung auszusetzen. Was aber nicht heißt, dass ich die Dinge nicht gelernt habe, nur ich habe sie erst am Weg gelernt, nach dieser Entscheidung etwas zu machen und nicht vorher. Und diese Selbstbeobachtung, die eigentlich relativ spät erst gekommen ist, hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, naja, eigentlich müssten das ja alle Menschen so können. Weil wenn ich keiner dieser Berufe, die ich hier ausgeübt habe, jemals gelernt habe, was hat dann dazu geführt, dass ich in all diesen Bereichen so weit gekommen bin? Eigentlich nur die Tatsache, dass ich mir meine Begeisterung erhalten habe. Und für mich war relativ schnell klar, dass dieses Schulsystem,
so wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben und teilweise auch heute noch haben, oder dieser Umgang mit Menschen eigentlich, dem nicht sehr förderlich ist. Warum? Weil die Menschen auf die Dinge fokussiert werden, die sie nicht so gut können, und ihnen das vermittelt wird, du musst jetzt erstmal ganz lang lernen, bis du richtig gut bist, und wenn du dann richtig gut bist, dann darfst du raus in die Welt und dann darfst du das machen. Und das habe ich umgekehrt gemacht. Ich habe mir zuerst die Erlaubnis erteilt, dass ich gut bin. Ich war natürlich nicht wirklich gut in den Dingen, die ich gemacht habe. Ich war teilweise vermutlich ziemlich schlecht. Aber der Punkt ist, einfach dadurch, dass ich es gemacht habe, bin ich natürlich dann hineingekommen in das Thema und habe sukzessive gelernt, mit den Dingen umzugehen, und dann ist auch eine Qualität in die Arbeit gekommen. Und da es niemanden gab, der mich bewertet hat, konnte ich diesen ganzen Weg gehen. Und dann war die Überlegung nach diesem Internet-TV-Projekt, das wir bis 2002 gemacht haben, nach einer kurzen Pausephase, was könnte ich als nächstes machen? Und dann habe ich mich an meine eigene Lebensgeschichte erinnert und habe mir gedacht, wie super wäre das eigentlich, wenn alle Menschen ihr Potenzial entfalten können. Was wäre das für eine kreative Explosion? Allein nur in diesem Raum, so wie wir heute hier sitzen, sehen wir hier im Moment sitzenderweise Minimum 5.000 bis 7.000 Potenziale. Und das ist keine fiktive Zahl. Das ist etwas, was wir heute in unserer Arbeit bei Creality als Durchschnittswert jeden Tag sehen. Pro Person zwischen 70 und 130 Potenziale. Das ist das, was jeder Mensch kann. Und inspiriert von dieser Wahrnehmung bin ich irgendwann einmal im Café Sperl gesessen, das ist so ein typisches Wiener Café, und sitze dort, und weil ich relativ oft dort sitze, fällt mir auf, dass es da bestimmte Gruppen von Menschen gibt, die sich immer wieder treffen. Die treffen sich einmal in der Woche und reden miteinander. Ganz verschiedene Altersklassen, verschiedene soziale Schichten, verschiedene Themen. Aber was fällt mir dabei auf? Die eine Gruppen treffen sich immer wieder nur um zu reden und gehen wieder nach Hause. Reden und gehen wieder nach Hause und es passiert nichts. Die anderen schaffen es aus irgendeinem Grund, Dinge dort zu formen. Die fangen sich an, irgendwie zu vernetzen und setzen dann Dinge in Bewegung. Da habe ich mir gefragt, was ist der Unterschied? Was können die einen, was die anderen nicht können? Dann bin ich auf die Straße gegangen und habe irgendwelche wildfremden Menschen gefragt, was ist dein Potenzial? Also wirklich Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und nach einer kurzen Phase der Verwunderung bin ich dann ins Gespräch gekommen mit den meisten. Und dann ist ein interessantes statistisches Ergebnis rausgekommen. Bei 95% aller Menschen, die ich gefragt habe, was ist dein Potenzial, war die Liste extrem kurz. 4 bis 5 Dinge. Mein Beruf, mein Hobby, was ich gern mache und wo ich auf Urlaub hinfahren will. Bei den anderen 5%, und das war das Erstaunliche, da gab es keine Verbindung, weder das Geschlecht noch das Alter, die Menge Geldes, Bildung, es gab keine Verbindung. Also was hat diese 5%, die sich unterschieden haben von den 95, deren Liste extrem lang war, die haben überhaupt nicht mehr aufgehört zu reden. Ja, ich kann das und ich kenne den und ich fahre dorthin und kennst du das und willst du da mitmachen und so weiter und so fort. Ja. Gefragt, was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist, dass diese Menschen gar nicht mehr können als die anderen und auch nicht besser sind als die anderen, sondern sie bewerten ihr eigenes Potenzial positiv. Das heißt, weil sie es positiv bewerten, wissen sie auch darüber, können es aufzählen, können darüber reden und sie kommunizieren auch darüber. Das ist der Unterschied. Und jetzt war die nächste Überlegung, wie wäre es, wenn die ganze Welt so wäre? Wie wäre es, wenn wir in einem Meer an Möglichkeiten schwimmen würden? Das wäre unglaublich, dann könnten wir alles realisieren, was wir uns nur vorstellen können. Weil die Lösung für die meisten Projekte, Ideen, Träume, die ihr habt, ist hier mitten im Raum. Die ist nicht da draußen. Und die ist auch nicht auf der Bank. Wenn endlich irgendwer die 100.000 Euro Sponsoring endlich einzahlt, dann geht es wirklich los in meinem Leben. Dann wird endlich mein Projekt und meine Selbstverwirklichung beginnen. Nein, wir sind die Antwort darauf.
Also wie bringen wir die Welt oder uns Menschen in einen Zustand, wo wir einerseits über unser Potenzial wissen, darüber reden und erzählen können, auf der anderen Seite diese Wahrnehmung, die wir uns von uns selber haben, auch kommunizieren. Und da haben wir dann relativ lang nachgedacht und wir sind ja damals gerade mit einem Internetprojekt fertig gewesen, aber irgendwie hat eine innere Stimme gesagt, rein im Internet wird das nicht funktionieren, menschliches Potenzial weltweit verfügbar machen. Es wird nicht funktionieren. Warum? Weil es was mit Menschen zu tun hat. Es hat was damit zu tun, dass Menschen aufeinander zugehen und über ihre Möglichkeiten reden. Also ein neues Paradigma, eine neue Idee. Wir sind die erste Internetfirma der Welt, die live existiert, also wirklich bei den Menschen und online. Warum? Weil wir diese Potenziale und diese Möglichkeiten erstmal an die Oberfläche holen müssen. So wie bei einem Geysir, ja, bei einer Tiefenbohrung, wo dann irgendwann mal so richtig das Wasser daraus sprudelt und mit der ganzen Kraft nach oben kommt. Das ist mal der erste Schritt. Das ist etwas, was mit den Menschen passieren muss. Es hat mit Internet gar nichts zu tun. Da müssen wir an einem Tisch sitzen oder zusammen sein in einem Raum, uns gegenseitig inspirieren und dann kommen all diese Möglichkeiten nach oben. Das ist der erste Schritt. Und das als standardisiertes Verfahren, sodass wir im Prinzip das auf der ganzen Welt machen können. Dass es jeder Klempner und jede Hausfrau auf der ganzen Welt auch selber durchführen kann. So einfach muss es sein. Weil menschliches Potenzial gehört eigentlich auf die UNO-Liste der Dinge, die jeder Mensch haben sollte. Genauso wie Wasser und Essen. Weil ohne Möglichkeiten gibt es überhaupt kein Vorwärtskommen. Wir alle profitieren von anderen Menschen und ihren Möglichkeiten. Es gibt keinen Schritt weiter ohne andere Möglichkeiten. Wir haben im Moment ein kleines Problem. Dazwischen steht Geld als Medium. Ja? Und jetzt haben wir die absurde Situation, und das heißt nicht, dass ich Geld schlecht finde. Ich werde das dann auch noch nachher kurz relativieren, aber es wird ein bisschen überbewertet. Wir haben die Situation, wenn man so auf eine Stadt draufschaut von oben und man nimmt überall die Dächer weg, dann sitzen da ungefähr 120.000 Leute oder vielleicht auch 300 oder 500.000 mit verschränkten Armen und sagen, ich warte mal auf Budget. Ja? Ich bin ja nicht blöd. Ich warte mal. Ja? Oder ich warte auf Bezahlung. Und wenn mich jemand bezahlt, dann bewege ich mich. Und so halten wir uns selber unter Kontrolle, gegenseitig. Da brauchen wir gar keine bösen Banker, das erledigen wir alles selber. Ja? Und um diese Situation ein bisschen aufzulösen, ist der erste Schritt, dass wir unsere Möglichkeiten erkennen und die nach oben befördern. Und das können wir machen in einem Prozess, der kaum länger als 4,5 Stunden dauert. Und der zweite Schritt ist, all diese Möglichkeiten untereinander zu verteilen. Mit einer Plattform, die genauso einfach zu bedienen ist wie Google, wo ich einfach eingebe, welche menschliche Möglichkeit suche ich und dann sehe ich all die Möglichkeiten der anderen Menschen. Und auf diese Weise kommen wir mit sehr wenig Menschen in ein riesiges Meer an Möglichkeiten. Also wenn wir uns nur vorstellen, 1 Million Menschen würden dann ungefähr 100 Millionen Möglichkeiten produzieren. Und das wäre nur eine extrem kleine Internetplattform oder ein extrem kleines soziales Netzwerk. Und in 100 Millionen Möglichkeiten, da ist alles drin, was ihr euch vorstellt, absolut alles. Da ist vollkommen egal, was du da reinschreibst. Wenn du reinschreibst, ich suche jemanden, der mit mir gemeinsam auf den Mars fliegt, dann wirst du mit Sicherheit Leute finden, die das auch gut finden. Und vermutlich auch Leute, die diese Möglichkeiten auch technisch unterstützen können. Das ist unsere Erfahrung. Wir sind die Antwort und wir sind das Potenzial. Und was wir machen können ist, wir können dem eine Infrastruktur geben, weil es uns zu wenig war, nur zu sagen, ja, das ist toll und wir halten jetzt ein paar Vorträge und schreiben ein paar schöne Bücher. Dann geht ihr alle total inspiriert nach Hause und denkt, hey, das war jetzt ein geiler Vortrag, super. Und am Montag in der Früh wachst du mit der gleichen Müdigkeit auf, weil du wieder zurück bist im alten System. Und deswegen wollen wir da eine Infrastruktur bauen, damit das Bewegen und Ausdrücken von Potenzialen wirklich möglich wird. Wirklich real wird. Ja? Und wenn es jemanden
sage ich immer, gibt, der ein bisschen mutiger ist, dann können wir das jetzt auch gleich ausprobieren, nämlich alles, was wir, bitte, ja, bist du bereit? Ja. Super. Also alles, was wir brauchen, ist eigentlich nur, dass du uns einen Wunsch oder eine Vision oder einen Traum oder eine Idee von dir sagst, wo du sagst, die möchtest du gerne umsetzen. Irgendetwas, wo du sagst, da brauche ich die Hilfe und Unterstützung von anderen Leuten. Ich würde sagen, das ist ja vielleicht von vielen keine Ratschläge bekommen. Von Umkreis, von mir, von Verwandten angefangen, Freunde, dass mir andauernd versuchen, mir Ratschläge zu geben, mich in Ruhe lassen. Aber das ist ja nicht etwas, wo du die Hilfe von anderen brauchst, sondern eher die Zurückhaltung von anderen, ne? Ja, gut. Ja, gehen wir mal darüber. Ja, genau, weil das nächste große Projekt ist, was ich jetzt angehen will, das ist wirklich eine spirituelle Universität, die nicht an einem Ort ist, wo das, was ich vorhin angesprochen habe, für die ganze Menschheit Wirklichkeit wird. Ganzheitliche Bildung wirklich, in der Höhe, Tiefe und Breite. Und wenn du das jetzt nicht auf Geld reduzierst, weil normalerweise sagen die Leute ihr Projekt und dann sagen sie das Budget dazu, was sie brauchen. Wenn du jetzt ein paar von den Dingen aufzählst, die du brauchst, um das zu realisieren, ja? Das heißt physische Dinge, Fähigkeiten, Kontakte, 3 oder 4 dieser Dinge, die du brauchst. Das sind Leute, die geistig mitarbeiten. Das zweite sind Leute, die in der Lage sind, Internet entsprechend diese Programme umzusetzen. Und drittens die Leute, die dann die kreativen Ideen haben, im Internet das so zu machen und auch didaktisch mit aufbereiten helfen, dass es vielen Menschen erreicht. Gut. Gibt es jemanden, der sich mit der Aufbereitung von Inhalten im Internet auskennt? Der das kann, der technisch dazu in der Lage ist, ja, inhaltlich? Du? Sie? Okay, gut. Gibt es jemanden, der inhaltlich bei so einem Projekt gerne mitarbeiten würde? Ja, aufzeigen. Okay, also sind mindestens, sage ich einmal, grob geschaut, 10 Leute hier, die sich einbringen wollen. Ja? Und was wir erlebt haben ist, dass es bei jedem Projekt so ist. Ja? Das geht sogar so weit, wenn man 5 Leute an einen Tisch setzt, die vollkommen unterschiedliche Projekte haben. Also einer will zum Beispiel eine Bäckerei machen, der andere möchte irgendein Maschinenbauprojekt machen, der dritte will eine Reiseagentur eröffnen und der vierte, ich weiß nicht was, eine neue Type von Flugzeug entwickeln. Was passiert? Diese vollkommen 4 unterschiedlichen Menschen tragen in einer Zeit von 3 bis 4 Stunden ungefähr 20-30% aller Dinge zusammen, die sie gegenseitig benötigen. Ja? Das ist echt faszinierend. Ja? Nämlich Leute, die aus vollkommen unterschiedlichen Branchen kommen, gar nichts miteinander zu tun haben, sich noch nie gesehen haben. Ja? Und wo man wirklich glaubt, na, die passen jetzt wirklich absolut nicht zusammen. Die haben nichts miteinander zu tun. Aber was ist die Botschaft dahinter? Die Botschaft dahinter ist auch hier, dass wir die Antwort sind. Mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Potenzialen. Und dazu lade ich euch ein, die kennenzulernen, ja? Nach oben zu befördern und sie an andere Menschen zu kommunizieren. Dann schwimmen wir schon bald in einem riesigen Meer an Möglichkeiten. Und dieses Meer an Möglichkeiten wird ein wesentlicher Faktor sein bei den Veränderungen der nächsten Jahre, die wir benötigen. Und ob wir das dann borgen, schenken, tauschen oder nur zur Hälfte bezahlen und zur Hälfte tauschen, ist im Prinzip dann wurscht. Ja? Wichtig ist, dass die Dinge mal an die Oberfläche kommen. Und ja, abschließend gesagt dazu, das, was ich euch erzählt habe, ist Realität. Diese Infrastruktur gibt es, sie wird laufend verbessert. Im Moment sind 106.000 Potenziale auf der Plattform. Wir haben im Prinzip ca. 5.000 Leute in diesen Veranstaltungen gehabt. Allein im Jänner waren es über 600 in einem einzigen Monat. Und das verstärkt sich jetzt gerade. Also momentan ist der stärkste Anstieg überhaupt seit in den letzten Jahren und ich denke mal, es wird so weitergehen. Und wenn ihr da Lust habt, bei diesem spannenden sozialen Experiment teilzunehmen, dann freue ich mich,
wenn ihr mal unsere Seite besuchen wollt oder aber auch in einer unserer Veranstaltungen kommt. Und ich darf mich bedanken für die Zeit, hier kurz was sagen zu dürfen. Dankeschön. Danke dir, lieber Roman. Also nochmal für alle, Creality wie Kreativität und Reality. Ja, jetzt ist es wieder auf der Mitte, passt. Dazu habe ich auch noch ein paar Kleinigkeiten vielleicht zum Anschauen, weil ich denke mal, warum habe ich eigentlich die Tüte mit? Moment. So rollen wir gerne durch die Gegend, weil das ist ganz praktisch, da geht es uns gut, das ist Orange, das ist Hara-Chakra, das ist Gas und wir haben nach allen Seiten ein bisschen Stacheln, da bleibt da für uns was hängen. Wenn das Ganze ein bisschen größer wäre und ein bisschen dynamischer, nicht so festgefahren wie normal, könnte es so aussehen. Wenn das so aussehen würde und aus dem Hirnkastel rausgeht, würde das draus werden. Das ist schon mal eine ganze Menge mehr an Potenzial und hat auch mehr Farben. Aber außen hat sie wohl dieses Orange. Und wenn wir das dann noch vernetzen und merken, dass wir uns gar nicht blamieren können, weil ja jeder, sogar einer, der zum Mars fliegt, mit uns dabei ist, dann könnte möglicherweise das aus uns werden. Und das, glaube ich, so sind sie die Potenziale, mit denen wir geboren werden. Und meistens bleibt dann nach sehr viel Angst und Lebensweg das hier über. Und ich kann Ihnen einen Schritt verraten, wie man von da zum Großen kommt. Mit Humor. Indem man die Dinge anschaut und drüber lacht.